Ja, herzlich willkommen auf Kanal Joshua, heute mit Overview Part 2. Wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, momentan leider ohne Brille, weil das mir zu sehr spiegelt mit der Softbox. Kann es euch noch kurz zeigen. Spiegelt, ne? Das ist zum Kotzen. Ja, deswegen ohne Brille. Und heute habe ich gedacht, heute machen wir mal die 4K-Editionen. Ist ja doch schon ein bisschen was geworden hier oben. Und da habe ich jetzt meine OVBs noch liegen, die ich jetzt nicht OVB liegen habe, weil ich es verkaufen will, sondern weil ich noch nicht sicher bin, ob ich hierzu ein Video auf meinem Kanal mache. Und da mache ich nach und nach auf und dann schauen wir mal. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne eine Edition besser sehen wollt, dass ich euch da ein Video mache. Ansonsten kann ich ja dann vielleicht doch mal eins so aufmachen. Schauen wir mal. Ja, wir fangen mal mit den OVBs an. Mit den 4K. Fangen wir mal mit dem Mediabox an. Ja. Der erste Film ist Mortuary. Mal schauen, dass es nicht spielt. Genau, Mortuary. 4K von Cape Light. Noch nicht gesehen. Kann ich leider noch nichts dazu sagen. Jawohl. Dann ein Film, den ich erst mir nicht als 4K holen wollte, überhaupt nicht holen wollte. Jetzt habe ich den Trailer gesehen und der hat mich doch angesprochen und habe es günstig auch bekommen gehabt. The Man Who Killed Hitler and the Bigfoot. Genau. Sind es beide von Cape Light. Genau. Dann vor kurzem ist er auch reingekommen mit Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan, Iron Mask. Genau. Und dann ist reingekommen Shadow in the Cloud, auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, die fast alle noch nicht gesehen, außer die, wo ich dann sage, die habe ich dann schon gesehen. Get Out hatte ich schon mal gesehen, hat mir eigentlich gut gefallen. Also 7 bis 8, 7 bis 7,5er Bewertung, glaube ich, habe ich den gegeben. Und ja, müsste jetzt auch nochmal in 4K sehen, mal schauen, wie die 4K ist. Dann ist jetzt vor kurzem reingekommen der Cabin in the Woods. Habe ich glaube ich auch im Update-Video gesagt, dass ich den Film gesehen habe und der hat mir gut gefallen. Ist aber schon zu lange her, dass ich die Story jetzt nochmal erzählen könnte. Genau. Das sind jetzt die Mediabox, die noch OVB hier liegen. Dann OVB eine 4K Emery Edition von Godzilla, den amerikanischen Godzilla. Ich finde den Film Hammer, für mich immer noch einer der besten Godzilla-Filme. Ich habe King of the Monsters gesehen, aber King Kong vs. Godzilla noch nicht. Aber ich finde ihn richtig klasse, hat mir richtig gut gefallen. Auch die Monster, die gegnerischen Monster, haben mir das sehr gut gefallen. Ja, und da bin ich immer gespannt auf die Edition. Da kommt sicherlich noch ein Shot oder Hot. Ja, dann kommt es zu den Steelbooks. Auch so eine 4K-Edition mit Steelbook Fast and the Furious. Film hat mir natürlich damals richtig gut gefallen. Fällt mir auch heute noch richtig gut. Schon lange nicht mehr gesehen, aber war besser als die anderen Teile definitiv. Ja, kommt bestimmt auch noch Shot oder Hot. Dann, wie im Update schon gesagt, die Tribute von Barnum Complete Collection. Erste hat mir eigentlich schon gefallen, also ja, war nicht der Hammerfilm, aber hat mir eigentlich schon gefallen und die anderen muss ich mal schauen. Bin auch mal gespannt, wie da das 4K ist. Dann kommen jetzt The Clue. Auch noch nie gesehen, bin ich auch mal gespannt auf den Film. Ja. Dann kommen wir zu The Texas Chainsaw Massacre. Ja, Klassiker, den zweiten habe ich glaube ich noch nie gesehen. Aber der erste ist natürlich Hammerfilm und habe ich ja auch das Mediabook noch davon und das werde ich auch behalten. Genau. Dann geht's weiter. Vor kurzem auch eingedrudelt die 4K Steelbook Collection von Indiana Jones. Genau. Will ich auch demnächst mal wieder schauen. Jetzt mal schauen, wenn die EM vorbei ist. Mal gucken. Dann gucken wir mal wieder mehr Filme.
dann auf eine 4K Steelbook Edition, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil ich den Film einfach richtig klasse finde. Er zählt wahrscheinlich nicht unter meine Top 10 Filme, aber ich sehe den so gern immer wieder. Und das ist Backdraft. Genau. Da kommt sicherlich noch ein Short oder Hot Video dazu. Dann haben wir noch den 4K Steelbook von Basic Instinct. Auch schon ewig nicht mehr gesehen. Wäre auch mal wieder eine Sichtung wert. Aber man muss immer das schauen, auf was man Lust hat, nicht sich etwas erzwingen, weil das hat dann überhaupt keinen Sinn, das zu machen. Genau. Dann 4K Steelbooks. Der James Bond Reihe habe ich leider jetzt noch nicht alle. Skyfall von den neueren Filmen, mein Top-Film finde ich besser als die anderen und habe ich auch in 4K jetzt schon länger. Dann dazu auch Spectre. Dann vor kurzem auch reingewandert Birds of Prey. Suicide Squad hat mir nie so zugesagt, das ist so, habe ich immer gesagt, wo das Buch zu dem Film geschrieben hat, der muss selber ein bisschen was da drin haben. Birds of Prey, bin ich immer gespannt, wie der ist. Müsste ich auch mal nachholen. Ist auch ein schönes Steelbook, muss man sagen, von da aus. Genau. Da habe ich auch den Funko Pop-Figur von dem. Genau. Dann kommen wir ja zu einem Film, dem ein Blindkauf war. Der 800. Ja, mal gucken, was der so kann. Dann zu einem schönen. Was sogar noch der Preis drauf. Das ist also nicht aktueller Preis, ist schon länger her. Total Recall. Das ist ein richtig schönes Steelbook. Da wird wahrscheinlich noch ein Video kommen. Ich habe ein bisschen was anderes im Kopf als Shot oder Hot bei dem. Und ja, das wird auch demnächst mal kommen, ne? Jo. Dann habe ich noch die zwei Zavi 4K Steelbook Editionen. Rogue One. Star Wars. Und Upplein, das wäre mal gleich zu Bruch gegangen. Hey, alles schön abgefangen. Und dann noch The Force Awakens. Genau, auch auf einem 4K Steelbook. Die anderen Barteile zeige ich euch jetzt noch. Und ein Barteil habe ich auch im normalen Steelbook. Habe ich erstmal ohne 4K mir geholt gehabt. Jo. Und dann würde ich sagen, ich nehme mal die Kamera und dann gehen wir mal alles durch. So viel 4K habe ich nicht. Ein paar Mediabox, mehrere Steelbooks und ganz wenig Emerys. Ja, würde ich sagen, wir gehen mal durch und bis gleich. Ne? Ja, und dann stehen wir hier vor meinem Regal und gehen mal durch. Hier habe ich den Meisterdetektiv Pikachu mit der zugehörigen Steelbook. Das ist eigentlich ein schönes Steelbook, hat mir gefallen. Guter Film auch. Dann haben wir hier 187, habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt bei manchen J-Cards hinten dran und bei manchen nicht. Ich möchte jetzt demnächst bei jedem die J-Card dahinter machen, dass ich Informationen zum Film immer dazu habe. Die Farbe aus dem All, cooler Film, 4K-Qualität kann ich noch nichts sagen. Und das Mediabook natürlich, wie ich schon in Short oder Hot gesagt habe, nicht besonders. Dann haben wir den neuen Halloween. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ne, habe ich noch nicht gesehen. Kann ich dazu leider nichts sagen. So, da hätten wir Parasite. Cooler Film. Hat mich sehr überrascht, weil dann denkst du, der Film ist aus und auf einmal geht er doch in eine andere Richtung und weiter. Sehr cooler Film. Genau in dem kleinen Mediabook müsste Kochfilm sein. Dann ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Perspect. Genau. Dann haben wir hier Showgirls. Klassiker, ne?
90er war das. Ist das ein Erotikdrama, kann man das sagen? Dann haben wir VfW. Der Film hat mich auch sehr überrascht. Was hat mich gut unterhalten. Kann man echt nur weiterempfehlen. Guter Film. Jo. Dann kommen wir zu einem guten Film, aber schlechte VÖ, also vielleicht 4K schon gut. Aber halt Mediabook-Anteil wieder sehr wenig. Genau. Genau, das waren jetzt die Mediabooks. Und dann geht es jetzt hier weiter mit den Steelbooks. 47 Ronin, auch schon lange nicht mehr gesehen. Auch ein schönes Steelbook. Ist eigentlich schon eine schöne. Nicht ganz eng reingestellt, dass man schön noch schieben kann, dass dann nichts passiert. Quiet Place. Freue mich mal auf den zweiten, der ist jetzt im Kino. Ad Astra, ja, habe jetzt die Folie falsch rum dran. Die meisten finden den nicht so gut. Ich finde das schön. Also, kein sehr guter Film, aber man kann ihn mal angucken. Dann Aladdin, die Realverfilmung. Genau, das war das italienische Steelbook, glaube ich. Dann Apocalypse Now wird Final Cut, nicht Redux, Final Cut war das. Zwar habe ich mal auf der Börse ganz günstig bekommen. Dann Apollo 13, den liebe ich, den Film, den schaue ich auch sehr gern. Wird jetzt aber, glaube nicht in meine Top 20 sein, Top 20 Filme, aber ich finde ihn trotzdem richtig gut. Dann haben wir Bad Boys for Life. Müsste eigentlich mal zu meinen anderen Bad Boys Sachen stellen. Hat mir sehr gut gefallen, der Film. Ich kann gar nicht verstehen, wenn manche sagen, dass der nicht so gut ist. Klar mussten sie mal ein bisschen was anderes machen, aber ich fand ihn richtig gut. Das Ende war jetzt nicht so, aber ich fand ihn trotzdem richtig gut. Dann haben wir Bill und Ted, verrückte Reise durch die Zeit. Der erste Teil war richtig gut, ist auch eine richtig schöne Veröffentlichung. Der erste war richtig gut, der zweite hat mir überhaupt nicht gefallen und den dritten muss ich mir jetzt mal angucken. Dann haben wir Blade in dem schönen Stil. Habe ich auch noch Mediabook. Casino, auch ein richtig schönes Steelbook. Vielleicht Name noch oben hin gebraucht. Sonst auch ein richtig schönes 4K Steelbook. Dann geht's weiter mit Drei Engel für Charlie. Fehlt auch wieder der Name oben. Hätte es auch ein bisschen schöner gemacht. Dann Der Prinz aus Zamunda. Finde ich auch schöne Veröffentlichung. Aber in letzter Zeit kommen einfach zu wenig Steelbooks mit entweder Namen oder Prägung raus. Das ist eigentlich schade. Das hat auch eine Rahmenprägung. Wäre vielleicht auch oben der Name noch schön gewesen. Da seht ihr schon den grünen Punkt noch nicht gesehen. Darlin. Auch mal günstig zu haben. Gladiator oder Gladiator. Hammerfilm, vor allem der Sound, nicht der Soundtrack, sondern auch der Soundtrack, aber vor allem der Sound, richtig klasse, wenn man über die Anlage hört. Joker braucht man nichts sagen, guter Film, sehr guter Film, schöner Stil. Le Mans, geprägten Stilbuch oder Namensprägung hat. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, das soll ja richtig gut sein, habe ich gehört. Leon, der Profi, war auch ein schönes, sehr hübsches Steelbook. Auch ein Klassiker, wo man gesehen haben sollte. Midway. Ja, der Film wird schlechter geredet, als er ist. Typischer Roland Emmerich-Film. Es
gibt bessere Filme von ihm, aber er ist jetzt nicht so schlecht. Das kann man sich mal geben. Dann Mission Impossible Fallout. Auch coole Filme, obwohl mir der erste und der zweite, glaube ich, am besten gefällt. Once Upon a Time in Hollywood. Michael Robbie war irgendwie ein wenig überflüssig in dem Film, keine Ahnung. Ist einfach nicht so ein Film für mich, der wurde so viel auf Dialoge setzt und so weiter. War okay, man kann es sich mal anschauen, mehr glaube ich auch nicht. Nee. Red Heat im geprägten Steelbook. Cooler Film für mich, einer der besten von Schwarzenegger mit. Mit Terminator, Predator würde ich jetzt nicht mit sagen, aber der wird eigentlich viel zu unterschätzt, finde ich. Ist ein richtig cooler Film. Und dann sieht man schon hier, grüner Punkt, Sonic. Auch schöner Stil, Hochglanzstil. Müsste ich auch mal gucken. Tenet, auch cooler Film. Top Gun, für mich einer der unterhaltsamsten Filme, die es gibt, wo das alles zusammenpasst mit dem Soundtrack zusammen. Wollte ich mir jetzt das 4K demnächst auch mal antun, weil ich den schon lange nicht mehr gesehen habe, aber für mich echt unterhaltungswert. Top, weil alles passt. Story ist vielleicht jetzt nicht so wie bei anderen Filmen, dass die Story so auf den Punkt ist und einen Oscar bekommt, aber unterhaltungswert ist der echt mit bei mir bei dem Besten dran. Echt Hammer. V for Vendetta. Schon lange nicht mehr gesehen. Hat mir damals eigentlich nicht gefallen, der Film. Aber der Steelbook hat mich jetzt nochmal überzeugt, den nochmal zu holen. Weil es echt hübsch ist. Und muss ich mir demnächst nochmal reinziehen, wie ich so gern sage. Ne? Whiplash, auch mal günstig bekommen, jetzt noch nicht die 4K angeschaut. Cooler Film, sollten wir auch mal gesehen haben. Wonder Woman 84, das müsste das Italian Steelbook sein. Noch nicht gesehen, weil ich bei den Comic-Verfilmungen immer noch ein bisschen hinterher hänge. Vor allem bei Marvel hänge ich weit hinterher. Bin ich gerade bei Doctor Strange, glaube ich. Da habe ich noch fast gar nichts gesehen. Zombieland 1 hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr coole Horror, kann man schon fast sagen, Horror-Komödie. Schade, dass der zweite Teil nicht im 4K-Steelbook rausgekommen ist, sondern im normalen Steelbook. Und dann kommen wir schon zu den Emerys. Alita, wollte ich mir auch mal angucken. Ja, weil ich mir mal da gekauft am Anfang, wo ich meine Xbox gehabt habe als 4K-Player. Bad Boys 2 jetzt auch nochmal extra als 4K. Dunkirk, der eigentlich mehr mit dem Sound brilliert als mit dem Bild. Ja, haben wir mal günstig geholt. Den haben wir gleich zum Anfang geholt und immer noch nicht gesehen, weil ich gehört habe, dass da Spoiler zu mancher Serie vielleicht drin ist. Deswegen steht er noch da. Ich weiß nicht, schaue ich ihn mal an oder nicht. Ja, schauen wir mal. Oblivion auf jeden Fall Hammerbild. Da war ja, glaube ich, die normale Blu-ray schon Hammerbild gewesen. Echt, wer seinen Fernseher testen will, auf Bild ist auf jeden Fall wert, den damit mal zu testen, weil man sieht dann richtig, wie klasse das Bild ist. Jo, und dann habe ich die Rambo-Teile auch noch im 4K da. Die habe ich ja auch als Mediabook normal da. Genau. Und dann als letztes habe ich noch X-Men, hatte ich mal gebraucht. Mehr bei eBay geholt. Da kann man oft, wenn man welche haben möchte, manche Filme günstig gebraucht. Kann man bei eBay oft zuschlagen. Sind oft für kleine Preise. Gute Filme drin, genau. Jo, und dann gehen wir wieder zurück in die andere Perspektive, denn das war's mit meiner
4K-Sammlung. Bisschen was habt ihr im normalen noch gesehen, in der normalen Overview, wo noch dabei steht. Genau, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder in die andere Perspektive. Bis gleich. Ja, und dann sind wir wieder zurück. Wie gesagt, ich hole mir nicht so viel 4K jetzt, außer ich ist jetzt mal Steelbook raus, wo mir gefällt, wo dann 4K dabei ist. Ich bin jetzt nicht so der, wo jetzt unbedingt auf 4K alles holen muss. Ich nehme es gern mit, so. Und wenn auch das Bild passt oder viel besser ist als die Blu-ray, dann hole ich mir gern mal eine 4K, aber muss nicht immer sein. Und wie gesagt, solltet ihr viel 4K suchen für einen günstigen Preis und ihr müsst nicht auf OVP schauen. Schaut bei eBay öfters mal rein, da sind oft einige Angebote drin und da kann man sich öfters zuschlagen bei bei gebrauchten Sachen. Genau, das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem zweiten Teil. Ihr wisst, ich bin immer schnell und bei mir geht es immer zack zack. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim dritten Teil und da werden wir uns voraussichtlich mal die Mediabooks annehmen, außer halt die 4K Mediabooks, die ich jetzt extra stehen habe. Und ne? Jo, dann würde ich sagen, haut rein, macht's gut und Servus.